Frau Job, so im Regen macht das etwas weniger Spass, nehme ich an, oder? Aber gleich den Sieg nehmen wir. Den nehmen wir, ja. Auf jeden Fall. Ich habe vorhin mit dem Glenn geredet. Die Idee ist ja, dass wenn man auf dem Kunstrasen und da ist noch nass, eigentlich so talentiert ist wie Sie und Frau Müller und Frau Remund, müssen wir eigentlich mehr daraus machen. Im Kurzpassspiel haben sie es 2-3 Mal gemacht in der ersten Halbzeit, dann damit aufgehört. Was war da der Grund gewesen, warum haben sie das nicht durchziehen können? Weil in der Kälte sind sie so oder so gewesen. Klar ist das Spiel einfacher auf dem Kunststrasen, aber es macht es nicht unbedingt einfacher, dass er so schnell ist und so nass. Wir mussten uns recht umgewöhnen, weil wir jetzt immer eigentlich auf Rasen gespielt haben und das Spiel viel langsamer gegangen ist, der Ball viel langsamer gelaufen ist. Und wegen dem war es ein ganz anderes Spiel. Und wir mussten uns in das reinkämpfen auch. Und wegen dem sind die Bälle zuerst nicht ganz so genau gekommen. Und wir haben viele Fehler gemacht, aber ich habe das Gefühl, es ist dann besser geworden, wo wir uns auch ein bisschen auf das einstellen konnten, nach der zweiten Halbzeit. Wie haben Sie diesen Match jetzt im Vergleich zu dem letzte Woche gesehen? Letzte Woche klappt alles, man gewöhnt 7-0, recht easy. Das Wetter ist natürlich ein bisschen anders, aber das ist nicht nur eine Ausrede. Warum hat heute das Schalten nicht so gut funktioniert? Die langen Bälle sind doch nicht immer am richtigen Ort gesehen. Letzte Woche hat sicher alles gestimmt. Wir sind nach 12 Minuten sind wir Überzahl gewesen. Und Servette hat nicht ganz so gut gespielt wie GC, würde ich sagen. Also GC ist immer ein harter Gegner, wir haben immer Mühe gegen die. Klar, wir müssen noch viel genauer sein. Aber wie ich gesagt habe, es war schwierig auf dem Platz. Es war nass gewesen. Der Ball ist sehr schnell gelaufen und wir haben nicht viel Raum in der Tiefe gehabt, wo wir können attackieren konnten, im Vergleich zu letzten Samstag. Jetzt geht für Sie ein neues Abenteuer los bald. Sie sind zuerst mal nominiert für die A-Nationalmannschaft und nicht einmal nur nominiert, sondern Sie sind gerade im definitiven Kader von 24 Leuten. Sie haben ganz eine eigene Funktion, und zwar Sie wären die 1-zu-1 Ersatz eigentlich von der Lara Dickenmann, die fehlt. Wie fühlt man sich da? Es sind alle möglichen Emotionen, die auf einem eintreffen. Also, ich freue mich extrem und es ist eine riesige Ehre, da mit diesen riesigen Fußballerinnen zu spielen und dann noch so ein grosses Turnier zu spielen, wo es so um viel geht. Und natürlich bin ich auch ziemlich aufgeregt. Also, es ist eine neue Erfahrung für mich, aber ich freue mich sehr. Ihre Kollegin Malin Gut hat es vorgemacht. Sie ist von der U19-EM direkt ins erste Team gekommen. Sie können das auch treffen eigentlich. Die Schweiz hat nicht so viele Lösungen im Mittelfeld im Moment. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich glaube, jede Spielerin muss darauf vorbereitet sein, wenn man in so einen Zusammenzug einrückt. Natürlich, ja. Jetzt ist der Winter, ich rede schon wieder über den Winter, der ist jetzt plötzlich ein bisschen spät gekommen. Aber für euch geht es noch weiter in dieser Saison. Ihr müsst noch recht viel mal dran nennen. In dieser Kälte, denkt ihr, das wird einen Einfluss haben auf euch und könnt euch den dritten Platz noch streitig machen oder könnt ihr mit dem eigentlich sauber umgehen? Was ist die Erfahrung aus den letzten Jahren? Ich meine, alle Teams haben die gleichen Voraussetzungen wie wir. Also wenn es schneit, dann schneit es bei der anderen Mannschaft auch. Und von dem her habe ich ein gutes Gefühl, was die nächsten Runden und Spiele angehen. Und wir haben jetzt aus den letzten 2 Spielen 6 Punkte mitnehmen und ich hoffe, es geht so weiter. Danke vielmals. Die ersten 10 Minuten spielen Sie hinter der Sturmspitze und gefallen mir sehr gut. Warum der Wechsel wieder raus an die Seitenlinie? Ja, ich weiß es auch nicht genau. Der Trainer hat es so gesagt und in dem Moment vertraue ich ihm, dass er das Beste für die Mannschaft will und dass er mich auf die Seite raus tut für einen Grund. Und es ist mir egal, wo er mich aufstellt. Ich versuche einfach mein Bestes, ob das hinter der Spitze ist oder außen. Es ist halt einfach so. Heute war ein harter Match für Sie. Letzte Woche hat es den Platzverweis gegeben. Heute, aus anderen Gründen, sind Sie irgendwie nicht in die Gänge gekommen. Erst gegen Schluss wieder. Aber was hat es heute gescheitert? Ja, es ist schwierig momentan. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen in einem Teufelskreis momentan. Gegen vorne fehlen uns ein bisschen die Ideen. Da wissen wir, müssen wir besser werden. Es ist schwierig, wenn man so viele Spiele hintereinander nicht 3 Punkte kann holen kann, dort wieder rauszukommen. Aber an dem müssen wir arbeiten. Ich glaube auch die Mannschaft, dass wir das können schaffen. Wir sind gut genug. Ich glaube, irgendwann klopft es einfach einmal. Und ich hoffe, das ist schon nächste Woche dann.
Sie sind ja eigentlich eine von der erfahrensten Spielerinnen in diesem Kader, obwohl sie noch recht jung sind. Es wäre vielleicht wichtig, dass sie bei der Spielauslösung auch in der Rolle mitspielen könnten. Aber dann müssen sie weiter hinten spielen. Wäre das für sie eine Variante? Ja, das haben wir Anfang der Saison mal ausprobiert. Mittlerweile bin ich meistens wieder eigentlich auf der Außenbahn. Ich glaube, wir haben gerade im Zentrum sehr viele gute Spielerinnen, obwohl wir jetzt auch recht viele verletzte Spielerinnen haben. Und schlussendlich, wie gesagt, vorher der Trainer hat das beste Interesse der Mannschaft immer an erster Stelle. Und das muss ich glauben. Und wenn nicht, dann bin ich am falschen Ort da. Darum ist nochmal, wo er mich aufstellt, dort versuche ich mich das Beste zu geben. Und schlussendlich, wie gesagt, wir haben mega, mega tolle Spielerinnen im Zentrum. Und ich weiß genau, dass sie das auch sehr, sehr gut machen können. Sie haben heute fast das Goal geschossen, sogar zweimal fast das Goal geschossen. Sie haben die Latte, ist knapp daneben. Wie ist die Bilanz für Sie positiv diese Saison? Sie persönlich, wie fühlen Sie sich? Ja, momentan sind wir jede Woche beim Gleichen. Ich habe fast das Goal geschossen. Klar, das ist für mich persönlich nicht sehr schön. Es hat, glaube ich, auch nicht nur bei mir, auch bei anderen. Wir sind sehr positiv in die Saison gestartet. Wir haben genau gewusst, mit dem Kader, den wir letzte Saison hatten, können wir viel erreichen. Und jetzt müssen wir uns einfach finden, die neuen Trainer, die neuen Spielerinnen, wir alle auf dem Feld. Ich glaube, sobald wir das mal gefunden haben und das sich einspielt, dann werden wir sehr schwer schlagen sein für jede Mannschaft in der Nationalliga. Nur ja, leider momentan funktioniert es noch nicht so ganz. Basel hat heute verloren. Das heisst, das Spiel, das wir verschoben haben vom Mittwoch, wird schon mal entscheidend für euch, um euch wegsetzen von diesem Strich. Sie haben Anfang der Saison immer gesagt, sie hätten ein gutes Kader und sie glauben daran, dass sie die Grossen ärgern könnten. Jetzt ist die Zeit, dass das Kader vorkommt. Halten Sie an dieser Aussage fest? Ja, auf jeden Fall. Ich zweifle weder am Team, noch an irgendeiner Spielerin, noch am Trainer. Ich glaube, jetzt ist jedes Spiel wegweisend, nicht nur das gegen Basel. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, was wir eigentlich fähig sind, was wir für Spielerinnen im Team sind, müssen wir auch nie Angst haben, zum Zurückschauen. Nie Angst haben, wer hinter uns ist, sondern unser Blick sollte nach vorne der Ball gelten, egal in welcher Situation, auch jetzt. Und an dem halte ich fest. Danke mal. Glenn Meyer, heute 2-0. Das Resultat ist gut, aber es ist weit weg von der Gala-Vorstellung, die wir letzte Woche daheim abgegeben haben gegen Servette, oder? Definitiv, ja. Wir waren schon in der Pause überhaupt nicht zufrieden gewesen. Ich habe gesagt, wir waren extrem ungenau gewesen, viel Fehlpässe. Wir haben eigentlich die ganze Woche auch geschaut, dass wir auf Kunststrasse trainieren können. Sonst könntest du sagen, die Umstellung war eventuell ein bisschen schwieriger gewesen, aber wir waren zu wenig unterwegs gewesen, wir waren extrem ungenau gewesen. Und dann anfangs zweite Halbzeit war es eine kurze Phase ein bisschen besser gewesen, sind wir gut rausgekommen. Und zum Glück machen wir das zweite Goal, weil das war extrem wichtig gewesen, aber wir haben die Angriffe einfach nicht super zusammengespielt. Ja. Sie reden Kunststrasse, nasse Kunststrasse. Bei so talentierten Mittelfeldspielerinnen wie sie haben, müsste das ja eigentlich eine Einladung sein. Vor allem bei so einem Gegner, der die Räume nicht weiss, wie zu machen. Warum spielen sie euch da nicht durch und haben dann ständig die langen Bälle, die eigentlich nichts bringen? Ja, es ist mir ein Rätsel. Wir haben es auch in der Pause nochmal angesprochen. Vor allem eben ab in die Zone 3 rein, sind wir einfach extrem ideenlos gewesen, einfach ungenau gewesen. Ja, und eben, du hast jetzt in Spielerinnen, die eigentlich überragende Fußballerinnen sind. Und wir haben auch in der ersten Halbzeit, wir haben zwei, drei gute Bälle nacheinander. Der vierte Ball ist irgendwie eben einen Meter am Standbein vorbei, irgendwie mit dem Absatz, mit dem Muster. Ist nicht einfach alles irgendwie Zufall. Und eben, ich sage immer, der einfache Fußball ist eigentlich der schwierige Fußball. Und dort, ich sage jetzt heute gewünscht 2-0. Gegen einen anderen Gegner würde es vielleicht noch ein bisschen anders aussehen. Und ich bin froh, dass am Schluss eben gewünscht 2-0, spielst du eigentlich wieder zu 0. Es sieht gut aus, aber wir wissen, dass wir noch Potenzial haben. Ja. Ihr Kader wird ein bisschen breiter, jedes Mal, wenn ich schaue. Das ist angenehm, man sieht, sie haben neue Lösungen auf dem Platz. Warum immer noch das Setzen auf Nicole Remund? Natürlich extrem erfahrene Spielerin, aber sie zeigt jedes Match an. Also die vier, die ich gesehen habe, zeigt sie an. Sie ist noch nicht dort, wo sie echt könnte sein, würde ihr eine 1-2 Matchpause nicht gut tun? Ja, bei der Niki ist es halt, dass wir praktisch von Woche zu Woche schauen müssen, oder fast besser gesagt von Training zu Training. Und bei ihr ist eigentlich so, dass jetzt letzte Woche hat sie gar nicht spielen konnte. Hat sie das Abschlusstraining eigentlich schon ausgeklinkt und gesagt, es geht nicht. Den Match vorher haben wir sie eigentlich in der Startaufstellung gehabt und haben fast beim Einlaufen gemerkt, dass es nicht geht.
Und Bier ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Wir haben dort jetzt auch so ein bisschen Massnahmen ergriffen mit Ernährung und allem drum und dran, was ich überprüfen. Dort versuchen wir einen Schritt vorwärts zu kommen. Aber Fakt ist einfach, so eine Spielerin kannst du halt auch nicht einwechseln und musst sie von Anfang an bringen, weil wenn sie dann einwechselst und sie irgendwie etwas hat, dann machst du einen Doppelwechsel eigentlich mit der gleichen Person. Jetzt haben sie heute gewonnen. 12 Punkte. Basel hat verloren. IB, weiß ich gar nicht, schon entschieden gesehen lang, hat verloren am Ende. Okay, Iverdon holt sich dann wieder rauf. Das Warnzeichen für GC. Lugano und Zürich sind ihnen weg zu sein. Aber der dritte Platz, vielleicht dann noch der zweite, kommen noch. Was ist Ihre Erwartung bis ans Ende von dem Winter? Ja, wir haben eigentlich diese Woche haben wir es also so ein bisschen angesprochen und gesehen, wir müssen einfach wirklich von Match zu Match schauen. Weil ich merke, dass wir haben die Konstanz noch nicht. Aber wir haben Match aber wie jetzt gegen Servette, wo du 7-0 gewünscht, wo ich eigentlich wirklich eine Gala-Vorstellung ist. Wir haben eigentlich wirklich jeden Match bis jetzt sind wir meiner Meinung nach das bessere Team gewesen. Sogar eben dazu mal im Match gegen Zürich, jetzt abgesehen vom Cup, wo wir wirklich schlecht gespielt haben. Aber sonst wirklich eigentlich gegen jeden Gegner können sicher zumindest mithaben, wenn nicht sogar über größere Strecken ein besseres Team gewesen sind. Eben Lugano haben wir auch können besiegen. Bei uns ist einfach so ein bisschen Tagesform, wo ich sage, wir müssen von Match zu Match schauen und schauen, dass wir eben möglichst eine höhere Qualität einfach genau an dem Tag X, an dem Wochenende können auf den Platz bringen. Wäre da vielleicht eine Trainingseinheit weniger in der Woche, vor allem bei Frauen, die arbeiten, Vollzeit, vielleicht nicht ein Schlüssel? Ja, wir haben die Frauen eigentlich extrem entlastet jetzt. Das war eigentlich auch so ein bisschen der grösste Schlüssel, den ich aus der ersten Saison gezogen habe, dass ich einfach gemerkt habe, aber die Belastung ist extrem hoch, es ist auch extrem unterschiedlich. Aber du hast Sportschülerinnen, die jetzt übertrieben gesagt am Nachmittag die Beine aufheben können. Andere, die direkt irgendwie von Zürich oder von Bern in den Zug oder ins Auto einsteigen und kaum etwas essen auf dem Weg. Und dort haben wir extrem das Training angepasst, haben auch angefangen, individuell Trainings zu gestalten, dass jemand früher ausklinken kann oder eben, dass wir professioneller betreut sind mit Massagen und Zeug und Sachen. Und wir haben eigentlich jetzt niemanden, wo verletzt war jetzt, was wir letzte Saison extrem hatten. Eigentlich alle, die jetzt verletzt sind, sind aus der alten Saison noch rekonvaleszent. Wir haben Anfang Saison im Sommer darüber geredet, dass sie vielleicht Nazi-Trainer werden könnten. Das ist nicht zustande gekommen, noch nicht. Aber sie bringen immer mehr Spielerinnen in die Nationalmannschaft. Jetzt auch Rahel Job, die für Lara Dickenmansel in dem Kader von der Frau von Stecklenburg Platz finden. Wie viel mag Luzern in die Nazi bringen? Ich meine, Luzern ist nicht gerade professionalisiert bei den Frauen. Und wie viele Spielerinnen denken sie, können sie nach dieser WM vielleicht stellen? Ja, erstens freut es mich extrem für Trail, wie auch dazu mal für Irina und für Natascha, dass sie die Möglichkeit bekommen. Aber ich hoffe, dass auch gleich jemand merkt, dass Melanie extrem interessant wäre. Melanie muss sicher auch noch an ihrer Persönlichkeit arbeiten und am Selbstvertrauen, aber fußballerisch denke ich, hat sie sehr, sehr viel zu bieten, die auch in der Nazi helfen könnte. Und ich habe es auch mal angesprochen im Training, dass ich gesagt habe, hey, es kommt ein neuer Nazi-Trainer, der Assistent von Martina, der Patrick, geht auch mit. Es ist eigentlich ein völlig neuer Staff nachher da und es sind alles irgendwie, klar, du kommst irgendwie eine Liste über von etwa 40 Spielerinnen, die dir übergeben werden, aber schlussendlich machst du als Trainer selber ein Bild und es fängt für alle eigentlich wieder bei Null an. Und ich habe gesagt, du, das ist eine Chance für vielleicht noch die ein oder andere Spielerin, einfach mal frech drauf losspielen. Und wer weiß, plötzlich kommt dann die Chance, dass du gleich das Aufgebot bekommst. Gut, danke vielmals. Herr Kalle, Sie werden mir jetzt nicht Stadionverbot erteilen, weil Sie die letzten zwei Partien mit mir hier verloren haben, oder? Nee, sicherlich. Daran hat es nicht gelegen heute. Ich denke, wer hier gewesen ist, hat ganz klar gesehen, dass wir ganz gute Partie gespielt haben, wenn nicht sogar auch spielbestimmend waren. Klar, die beiden Sonntagsschüsse, einmal oben an die Latte, dann an den Rücken von unserer Torhüterin, geht dann rein. Das ist, ja, das ist natürlich sehr früh gefallen, das Tor. Haben wir so nicht mit gerechnet und denke ich auch, wenn man den Spielverlauf nochmal, wie ich sage, gesehen hat, dann muss man einfach nur sagen, dass Luzern heute sehr viel Glück gehabt hat. Ja, und da muss man dann leider Gottes, konnte man die drei Punkte nicht mitnehmen. Ne? Dennoch muss man sagen, bei der Abstimmung
sah es letzte Woche zu 10 teilweise besser aus als heute zu 11. Müssen Sie auch zugestehen. Vor allem die Spielauslösung, da hat es etwas gehapert. Ja, auf jeden Fall vorne müssen wir weiter dran arbeiten. Da haben wir wieder mal unsere Chancen nicht genutzt. Ich sehe das noch ein bisschen anders, weil wir natürlich in einem anderen System gespielt haben, einen ganz anderen Gegner hier hatten. Und spielerisch haben wir heute ganz anders gespielt wie letzte Woche. Der Gegner natürlich von der letzten Woche, als wir 4-4-1 gegen gespielt haben, haben natürlich auch dementsprechend vielleicht das Ganze noch einen Tick zu leicht genommen, weil sie dachten, okay, jetzt mit einem mehr haben wir viel mehr Möglichkeiten. Aber wenn wir das heute nochmal dann betrachten, dann muss man sagen, dass wir halt sehr viel gependelt haben und nur den finalen Pass, den sicheren Pass dann vorne in den Fuß rein oder das Timing, wie weit muss ich den Ball schlagen, dass meine Mitspielerin ihn sofort verarbeiten kann, das war heute deutlich schlechter wie letzte Woche, ja. Ja, aber doch ist es speziell. Sie haben eine Spielauslösung zu dritt und dann haben Sie eine Innenverteidigerin, die Frau Winter, die mit dem Ball nach vorne läuft und dann die langen Bälle schlägt. Wäre da eine Mittelfeldspielerin, die Bälle holen kommt, vielleicht nicht eine andere Variante, mit der Sie vielleicht erfolgreicher werden könnten? Okay, jetzt muss man auch immer sehen, dass sie das erste Mal auf dieser Position spielt, auch nicht so gewollt war, dass wir so viele lange Bälle schlagen. Wir mussten natürlich auch heute nochmal wieder zwei Stammspielerinnen ersetzen. Das darf man alles nicht vergessen. Nun stehen einige Spielerinnen auf neuen Positionen und müssen da natürlich sich erst wieder einfinden. Ich finde, sie haben es gut gemacht. Klar, natürlich, wie Sie sagen, man hätte mehr Bälle abholen müssen. Da bin ich voll auf Ihrer Seite. Das haben wir heute leider, aus welchem Grund, dass dann im Spielgeschehen ein bisschen anders entschieden wurde von den Spielerinnen. Da werden wir weiter dran arbeiten. Ich denke auch, dass dann vorne die Bälle irgendwann auch unser Glück auf unserer Seite ist und dann wir die Tore dann auch vorne machen können. Heute bleiben die Punkte liegen, wie Sie sagen, ärgerlich, weil man hat mitgespielt, war lange eigentlich auch mitbestimmend. Das Spiel vom Mittwoch, das verschoben wurde gegen den FC Basel, der heute verloren hat, das hat jetzt plötzlich sehr, sehr entscheidenden Charakter. Wie schauen Sie jetzt auf den Rest dieser Hinrunde hin? Was denken Sie, kann da noch zu holen sein? 3 Siege und Sie sind wieder vorne mit dabei. Ja, ich sag mal so, okay, der FC Zürich ist sicherlich weg erstmal, aber der Rest ist sehr dicht dabei. Das kann natürlich, wie Sie schon selber sagen, mit 2 Siegen sieht das schon plötzlich ganz anders wieder aus. Dann ist man plötzlich Vierter oder wie auch immer, natürlich je nachdem, wie die anderen spielen. Es ist absolut noch nicht dramatisch. Und natürlich müssen wir auch immer, was ich schon sagte, bedenken, wir müssen im Moment 2, 3 Stammspielerinnen, die uns wirklich fehlen, ersetzen. Und da müssen wir einfach gucken, wie wir das ausgleichen. Und dann, wenn man mit der Leistung wie heute und wie mit 9 in der zweiten Halbzeit der letzten Woche so weiter agiert und dann vorne ein bisschen mehr das Glück hat auf seiner Seite, dann denke ich mal, dann werden wir auch unsere Punkte holen. Letzte Frage, nur um die letzte Woche abzurunden. Ihre Torfrau ging verletzt raus, weiß man da schon mehr? Geht's der gut? Sie hat einen Innenbandabriss am Schienbeinknochen, muss operiert werden, fällt für 3 Monate aus. Das ist schade, aber danke vielmals.